Es waren so viele Sets, es kam immer mehr und immer mehr. Und die ganzen Sets, die wir gebaut haben, die wurden ja dann auch in England gedreht, eingepackt und rübergefahren und dort gedreht. Alles, was wir gemacht haben, hatte eigentlich mit dem Puppentrick gar nicht viel zu tun, weil das waren mehr so die Establishing Shots, also Landschaften und ja, so eine ganze Stadtlandschaft. Und die Animal Testing Facility, das war so große Betongebäude, überwachsen am Wasser mit so einem kleinen Hafen, wo dann noch Schiffswracks rausguckten und also alles sehr düster, endzeitmäßig. Wir haben gebaut Mines and Foundries, das war eines von den Sets. Da wurde dann tatsächlich animiert in London. Und zwar gab es im Vordergrund eine Brücke, die einfach, wie das bei West so ist, von der einen Seite auf die andere Seite geht. Und dahinter war die Landschaft. Und auf der Brücke wurden dann Figuren, ich glaube, in dieser Größe animiert, also winzig. Und die Landschaft, das waren Modelle, also Mines and Foundries und auch was bei Simon gebaut wurde, die Raffinerie mit den ganzen Rohren und die Nuclear Power Plant, das waren immer so, ich schätze mal so 3 Meter breit, weil man brauchte ja ein Stück Brücke, wo die rüberlaufen. Und dann im Hintergrund so eine Tiefe von vielleicht 2 Metern, zum größten Teil auch perspektivisch gebaut. Mines and Foundries waren eigentlich nur Hügel aus Sand und Erde und dazwischen gab es so ein paar Förderbänder, die noch so rausguckten und ein paar Gebäude, die teilweise auch schon am Umkippen waren. Und also alles sehr desolat, aber als Modell natürlich großartig, sowas zu bauen. Wir hatten einen Bausatz gekauft, das hatte Susanna gefunden im Internet, von einem Förderturm aus dem Ruhrgebiet, wo ja früher auch Kohle gefördert wurde und Erz. Und das war ein Kartonbausatz in 1 zu 87 und er war unglaublich filigran. Also der Laser, den die damals verwendet haben, das war 2016. Also wenn du heute siehst, was gelasert wird, dann war das damals immer noch besser als das meiste, was man heute zu sehen bekommt. Also die Qualität von diesen Laserteilen, die war einfach unglaublich. Unglaublich fein und mit Durchbrüchen. Und das Schöne an diesem Bausatz war, wir haben den Bausatz natürlich nicht so verwendet, wie er gedacht war, sondern es sollte ja alles kaputt aussehen. Und das Schöne an diesem Karton war, du konntest den einfach zusammenbauen und dann nehmen und verbiegen. Und an den Stellen, wo du ihn verbogen hast, mit Sekundenkleber starr machen, plastifizieren und dann blieb das in dieser Form und es sah aus wie verbogener Stahl. Also das war, ja, war sehr viel Spaß. Isle of Dogs ist ja eigentlich eine Trash Island, also eine Müllinsel. Und wir haben auch Modelle gebaut, wo man diese Müllinsel aus der Ferne sieht, also auch wieder so Establishing Shots mit Haufen von Müll mit verschiedenen Texturen. Und es gab ein Set, wo einer der Hunde auf einem Autodach liegt und um ihn rum ist quasi so wie so ein Raum, der aus Vans gebaut ist. Und die Vans, die sind alle vom gleichen Typ in verschiedenen Farben und übereinander gestapelt. Und also so eine ganze Wand und nochmal 2 Wände an den Seiten. Und in der Mitte liegt dieser Hund auf dem Autodach und das Ganze ist, glaube ich, 1,5 Sekunden im Bild, wenn überhaupt. Und wir haben so einen Van gebaut und den dann tiefziehen lassen in Oberteil und Unterteil und dann zusammengeklebt, damit wir hohle Körper hatten. Und haben dann noch ein bisschen Details dran gemacht, so einen Kühlergrill, einen abgegossenen und ein paar Scheinwerfer und so. Alice hat auch den Samurai geschnitzt, den man sieht, als die Helden auf dem verlassenen Vergnügungspark sind. Da gibt es eine Statue von einem Samurai, der war so groß. Und den hat sie nach Vorlagen aus London geschnitzt. Der war auch sehr schön. Der hat es, glaube ich, aufs Poster geschafft, der Samurai. Wir hatten ein Set, das war wunderschön. Das war ein Ryokan. Das war so wie so ein Landgasthof von außen auf so einem Hügel. Und der Hügel ist natürlich, wie in Japan so üblich, der Garten quasi, extrem gestaltet und wunderschön anzusehen, mit einer Steintreppe, die auf der einen Seite so runterkommt, geschwungen und diversen Pflanzen und Bambus und Büsche und Bäume. Und die Bäume haben wir von einem polnischen Modellbauer herstellen lassen, der nur Bäume macht für Modelle.
Und also es war eine sehr internationale Koproduktion. Und dieses Ryokan, das war anders als die ganzen anderen Sets, denn es war sehr grün und lebhaft. Und alles andere war halt eher düster gehalten und endzeitmäßig. Es war nur schade, weil das Ryokan sieht man ganz kurz bei Nacht und du siehst eigentlich gar nichts von diesem ganzen Park im Vordergrund. Aber ja, so ist es manchmal. Wir hatten Tests gemacht mit einem Blender, mit so einem Küchenmixer und haben da alle möglichen Materialien reingetan, verschiedene Arten von Plastik und dann geguckt, was passiert, was da rauskommt. Das war vor allem interessant für die Trash Island Müllberge, weil man konnte ein bestimmtes Material nehmen und in den Blender tun und der hat es dann klein gehackt in kleine Stückchen. Aber es war ein großer Unterschied, ob du Polystyrol genommen hast oder ob du Plexiglas genommen hast oder ob du Pappe genommen hast oder Holz. Und wir hatten sogar Blech teilweise, Kupferblech, was der Blender dann in winzige Fetzen gerissen hat, die aber in sich dann auch nochmal so verkrumpelt waren. Also es waren ganz tolle Texturen, die da entstanden sind. Und das Plexiglas, was ich in den Schredder, in den Blender getan habe, das habe ich dann in die Fenster von der Animal Testing Facility geklebt, was man auch nicht sieht, weil das auch ein Nachtschuss war und von ganz weit weg. Aber es war da. Sie sind da. Man kann ahnen, dass da mehr ist, als man sieht.